Ich habe Kopfweh. Was gibt es da Besseres, als sich mit Musik jegliche Kopfschmerzen wegzuballern? And that's it. And that's it. Always stay hydrated. Ich möchte als Vorab-Disclaimer sagen, mein Musikgeschmack wird von Spotify als Pop beschrieben. Dementsprechend, wenn ihr keinen Pop hört, you're at the wrong station. Man könnte es sozusagen als eins von diesen Playlist-Videos sehen, in dem Leute so Playlists zusammenstellen zu einem bestimmten Thema. Mein Thema ist Sachen, die ich momentan anhöre oder neu für mich entdeckt habe. What the fuck? Wir können nicht über Musik reden, ohne über Billie Eilish zu reden. It's a beauty. Blinding Lights von Weekend. Dieser Anfang alleine schon, es hypt dich ab. Es geht so langsam los. Und jetzt, man hört die Melodie, hört man schon so. Und wisst ihr, warum ich diesen Song so gern mag? Erstens, er hypt. Es ist einfach good energy, and that's what I need in these months. That's horrible. Und gleichzeitig, es hat diesen dieses Retro-Feeling. Es ist einfach 80s oder sowas. Und deswegen kommen wir gleich zu den nächsten drei Songs, die ich euch vorstelle. Eher zwei. Bester Teil, bester Teil. Ich freue mich so krass auf dieses Album. Ich bin so gehypt. Allein der Anfang, er sagt alles. Wenn es alles diesen Style hat, I'm ready. I'm ready for it. Eine andere Person, die ein Album rausgebracht hat, Kesha. Kesha hat ihr Album, wie heißt es? High Road rausgebracht. Ich muss sagen, es sind ein paar sehr schöne Sachen dabei. Ich bin ein bisschen in die Jennifer Lopez Richtung abgedriftet und was kann ich gegen Jenny from the Block sagen? Ja, yeah, whatever. Ein weiteres Album, das rauskam, Tame Impala. Spricht man ihn so aus? Ich hab's noch nie ausgesprochen. Tame Impala. The Slow Rush. Ja. Ja. I'm so ready for it. Kevin, you're doing great. Es gibt ein paar Songs, die mir nicht gefallen, weil sie mir einfach zu lang sind. Ich mag diese langen Songs nicht. Aber die kurzen sind. Ist wieder so ein Song. Man sitzt so irgendwo draußen auf einem Feld im Sommer oder sowas. Oder Frühling, was auch immer. Es ist so Nacht oder so. Und dann läuft dieser Song da. Es ist. Wenn ihr davor noch nie was von Tame Impala gehört habt, dieses Album finde ich ist ein sehr schöner Start, um damit in Berührung zu kommen. Und es ist ein Grower, muss man sagen. Also es ist so, wenn du es das erste Mal anhörst, denkst du dir so, ja, okay, I get the vibe, aber irgendwie. Du musst dem Album Zeit geben und den Songs vor allem, weil es ist ein bisschen. Vor allem mit so 7-Minuten-Songs, da denkst du dir so, is it over yet? Hört euch Lekaylee 47, das Album Wash and Set an. In that mirror, I don't care and they're aware. Now I see just why they stare. I just pay them, I don't care. Rockstar, mixed with a ghetto chick. Got money. Second, but first, I wanna get to the phone lines and take some requests. Call. Ansonsten, Perfume Genius, Slip Away. Do I have to say more? It's a feeling good moment, you know? Baby, let all them voices slip away. You ought to know, von Alanis Morissette. Yeah.
ist auch ein sehr, sehr schöner Song. But it's good music. For me right now. Weißt du, das ist so, ich habe schon mir eine Spring Summer 2020 Playlist angelegt, wo voll viele von den Sachen drin sind. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Habt ihr Musikempfehlungen? Soll ich sowas öfter machen? Soll ich ein paar Mal so meine neuen Entdeckungen und sonst noch was euch raushauen? Dann lasst einen Daumen nach oben da. Was sind eure Musikempfehlungen für diese Woche, für diesen Monat ungefähr so? Habt ihr irgendwas Tolles, Neues gefunden? Was ist eure Meinung? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Kanntet ihr Lieder davon? Kanntet ihr es nicht? Tame Impala neues... Habe ich das richtig ausgesprochen? Tame Impala. Tame Impala. Tame. Kevin Parker, okay? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren, teilen, liken, wenn es euch gefallen hat. Und bye bye.